So, dann auch mal Hallo von mir. Runde ist jetzt ein bisschen überschaulicher heute als gedacht, aber gut, dann können wir wenigstens ein bisschen intensiver mit uns miteinander unterhalten und müssen uns jetzt nicht so an die Folien klammern unbedingt. Grundsätzlich gab es ja mehrere Speakerwechsel für den Termin heute. Das lag daran, dass ursprünglich die Kollegen von Meshcloud heute reden wollten. Die sind aber leider verhindert, möchten sich entschuldigen lassen. Sie haben kurzfristig Bescheid bekommen, dass sie beim Gründerpreis des IT-Innovation des Bundeswirtschaftsministeriums den Hauptpreis gewonnen haben und sind heute leider auf der Preisverleihung verhindert. Stattdessen haben sie mich gefragt, ob ich kommen möchte. Ich arbeite bei der Firma Evola, wie schon gesagt, ist eine andere Firma. Wir kooperieren sehr eng miteinander bei dem Produkt, was Meshcloud da produziert, mit ihrer Cloud Foundry, OpenStack Cloud. Sind wir da als Technologiebringer und Consulting mit drin. Meine Firma ist ein Evola, wer sie nicht kennt, ist ein Consulting-Unternehmen aus Mainz drüben, also nicht so weit weg. Wir sind so im Bereich Cloud-Enablement, von Betrieb über Architektur zu Softwareentwicklung unterwegs. Das ist so mehr mein Part dann. Ich bin selbst Softwareentwickler dort und Consultant. Und wir machen dann Produkte zum Beispiel, wenn dann irgendwelche Cloud-Komponenten zusammengestöpselt werden müssen bei irgendwelchen privaten Infrastruktur bei Kunden und dann irgendwelche Workflows automatisiert werden müssen, dann kümmern wir uns drum. Wir werden es nachher mal mit diesen Service-Brokern sehen. Das ist ein Projekt, da war ich mit beteiligt bei uns. Habe dann rüber gewechselt ins Abrechnungssystem, dass da irgendwie Rechnungsdaten aus der ganzen Sache rauskommen. Das werden wir nachher mal kurz sehen, wenn ich es mal kurz anspreche, wo es passt. Und ansonsten zu meiner Person. Ich bin hier bei sowas öfter, so Vorträge halten, was daran liegt, dass wir, Cloud Foundry ist eine Community-getriebene Plattform. Dahinter steht eine Open Source Foundation, das Produkt ist Open Source und die Mitglieder von der Foundation, denen ist es ganz wichtig, dass, also die Mitgliedsfirmen, denen ist es ganz wichtig, dass die Leute auch darüber reden, dass der Austausch möglichst groß da ist und deswegen schicken sie ihre, auch ihre Entwickler auf Konferenzen viel. Unter anderem bin ich auch Botschafter von der Foundation auf dem Weg geworden. Das bin ich dann zum Beispiel auf den OpenStack Summit in Boston mit ein paar Kollegen aus den USA und aus Polen und haben dann bis dort auch ein bisschen das präsentiert, so wie hier. So, aber zum eigentlichen Thema, ja? DevOps mit Cloud Foundry. Jetzt habe ich einen Entwickler, nennen wir ihn mal Bob, und Bob möchte irgendeine App, hat irgendeine tolle App als Idee. Die möchte jetzt entwickeln und die möchte an den Mann bringen und muss er irgendwohin deployen. Ja, jetzt steht er da. Also programmieren kann er, ja? Also das brauchen wir nicht drüber reden, aber wie viele Kunden müssen da drauf? Wie muss das skalieren? Wie muss so eine Produktionsumgebung aussehen? Wie muss ich das dann irgendwie, ja, ich muss ja auch weiterentwickeln und dafür brauche ich eine möglichst gleiche Umgebung zu meiner Produktionsumgebung und lauter solche Themen, ja, das ist so, da ist der Programmcode noch das Einfachste in diesem ganzen Konsortium dann. Und da hat er sich entschieden, zum Beispiel auf Cloud Foundry seine Applikation deployen. Also das heißt, als Unterbau unter seiner Applikation, als Architektur dort runter nimmt er Cloud Foundry. Was es ihm bringt erstmal ist, diese ganze Sache mit Skalierung, da muss er sich nicht drum kümmern. Bringt ihm die Plattform irgendwie mit. Auch so Sachen wie, ich habe eine Produktionsumgebung, ich habe eine Deployment-Umgebung und die sollen möglichst gleichmäßig sein. Das heißt, wenn der Sprung dann von der neuesten Version, von der Entwicklungsumgebung auf die Produktionsumgebung, den möchte ich eigentlich kaum merken. Das muss so sein, wie ich lege einen Schalter um, jetzt ist es produktiv. Und so Sachen wie Routing und solche Geschichten. Ja, jetzt habe ich die Applikation deployed und den Microservice deployed und den Microservice deployed und den Microservice deployed und jetzt muss ich die irgendwie zugänglich machen. Klassische IT-Infrastrukturen, ja, ich schreibe dann erstmal an meine Leute, die für den DNS-Eintrag zuständig sind, im DNS-Server, schreibe ich erstmal so ein Formular, das fülle ich aus, dann schicke ich es denen rüber, dann kriege ich nach 2 Wochen eine Antwort, ja, da ist noch das und das falsch ausgefüllt, dann geht das Spielchen wieder 2 Wochen und schon fertig. Ja, das ist nicht das, was ich als Entwickler leisten möchte, wenn ich irgendwie irgendwie in Betrieb lassen muss. Alle diese Sachen hier, das sind so Abläufe, die ich so grundsätzlich habe in meinem Entwicklungsprozess und das bremst mich aus. Ja, wenn ich mich dahinter drum kümmern muss, dann verbringe ich damit mehr Zeit als mit der eigentlichen Entwicklung, als Entwicklungsteam. Und
Darum geht es bei Cloud Foundry. Also im Gegensatz zum Beispiel, wie ihr habt erwähnt, Kubernetes letzte Woche, letzten Monat hattet ihr hier. Da ist so die Idee, ich möchte meine Laufzeitumgebung vereinheitlichen, egal wohin ich deploye, weil ich so diesen Container-Ansatz fahre, was wir hier auch machen, aber wir kriegen es nicht so mit. Da habe ich noch immer so die Sicht aus, mehr aus der Operations-Ebene. Ja, das heißt, ich habe jemanden, der ist aus dem Operations-Bereich gekommen, so hauptsächlich, der überlegt sich, ich muss dieses Deployment vereinheitlichen. Das mache ich mit meiner C-Group, da spezifiziere ich in meinem Docker-File, wie das auszusehen hat und gut ist. Aber ich muss mich immer noch darum kümmern, ich habe dann Linux, ich habe da irgendwelche Sachen drauf, ich muss dann irgendwie gucken, was brauche ich denn noch? Ach ja, ich brauche noch irgendwie eine JVM, die muss ich noch drauf installieren für meine Java-Applikation. Muss dann noch irgendwie gucken, wie ich die konfiguriere, ich muss noch andere Sachen dazu installieren, dann brauche ich noch den Treiber, wie mache ich das eigentlich mit Netzwerk, mit Volume reinbinden und lauter solche Sachen. Ja, freut sich der Anwendungsentwickler, wenn er das machen darf. Cloud Foundry ist mehr aus der anderen Sicht. Ja, ich bin Entwickler, ich habe meinen Code und ich möchte ihn jetzt einfach auf diese Plattform drücken und gut ist. Ja? Das soll einfach laufen. Es ist Java, wie immer, es ist ein Java-Server und du weißt schon, wie das geht. Das ist jetzt eine WAR-File oder eine JAR-File oder irgendwas, ein Webserver oder wie auch immer. Lauf einfach los und mach das. Und das liefert mir diese Plattform, dass ich weniger mich um solche Sachen kümmern muss, weil ich standardisiere sie mehr oder weniger einfach und die Plattform kann sich dann automatisch drum kümmern. Ich muss weniger händisch tun. Und der Trick, der dabei stattfindet, nur so, dass man es merkt, die Folien switchen etwas. Durch den kurzen Vorlauf hatte ich etwas Probleme mit dem schnellen Erstellen der Folien. Deswegen habe ich mich aus verschiedenen Foliensätzen etwas bedient von uns. Ich habe diesen ich habe Container in meinem Cloud Foundry unten drunter. Das heißt, meine Applikationen laufen natürlich auf Containern, die wiederum auf virtuellen Maschinen laufen. Das heißt, ich arbeite da nicht mit Hardware-Servern irgendwie, sondern da habe ich virtuelle Maschinen, um die Ressourcen besser zu verteilen. Ich habe Container, um dann diese virtuellen Server dann nochmal besser auszunutzen, dass ich mir auch wieder den Betriebssystem-Kernel besser scheren kann. Das heißt, ich habe alles wieder in eine schöne C-Group gekapselt. Aber was mir fehlt, ist irgendwie so diese Standardisierung meiner Laufzeitumgebung, meiner echten, weil meine Java-Applikation läuft nicht auf dem Betriebssystem-Kernel. Ja? Die läuft auf der Java Virtual Machine. Ich habe Python, was vom Interpreter gelesen wird. Ich habe irgendwelchen JavaScript-Code, der auf einem Node.js-Server läuft. Ich habe und so weiter. Es zieht sich einfach durch. Und was ich habe in Cloud Foundry ist dann dieses Konzept von Buildpacks. Ja? Das heißt, ich kann sagen, meinem Cloud Foundry, wenn ich eine Applikation drauf schiebe, hier, das ist Java. Und das erkennt er, wenn ich es ihm gar nicht angebe, dann guckt er sich das an, was ich ihm da hochpushe und sieht, oh, das ist eine .jar-File, das ist Java. Da muss ich da einfach jetzt Java drauf anwenden. Der Hinweis, dass es Java ist, ist nur, damit er schneller diese Applikation zum Starten bringt, dass er nicht gucken muss, was es jetzt ist. Und lauter solche Sachen. Das heißt, ich kann viel schneller von meinem Code zu meiner echten, lauffähigen Applikation kommen, weil ich nichts groß rummachen muss. Ich habe jetzt eine WAR-File, ich habe jetzt eine JAR-File mit einem die auf dem so lauffähig ist. Ich habe vielleicht irgendwie eine Spring Boot Applikation mit einem integrierten Tomcat Server. Ja, und die müssen alle irgendwie ja unterschiedlich so ein bisschen deployed werden. Der eine braucht einen Tomcat Server, der andere nicht. Das Coole ist, dieses Buildpack guckt sich das an, sieht, was es ist. Oh, das ist eine WAR-File, dann mache ich nochmal schnell einen Tomcat Server auf und packt es da drauf und macht dann entsprechende Servlet fertig. Die entsprechende Einstellung fertig, um diese Applikation drauf zu deployen. Und da habe ich in einem Container isolierte Applikation. Oder ich habe ganz fancy eine .NET Microsoft-Applikation. Die muss jetzt neben meinem Java-Applikation, die auf Linux laufen soll, laufen, neben meinem Static-Files, die ich einfach drauf pushen will, die ich einfach so zur Verfügung stellen möchte für meine Bilder, die ich irgendwie in meiner Webseite habe, weil ich dafür nicht extra irgendwelchen Content Delivery Network jetzt erstmal brauche für den Anfang und lauter solche Sachen. Und das möchte ich irgendwie nebendran packen. Und das Coole ist, ich pushe es auf die Plattform, alles, egal wie, und es läuft. Oder ich nehme mein Docker-File, schmeiße es drauf und der kriegt es auch zum Laufen. Weil, das ist das Coole, durch die Open Container Initiative sind diese ganzen Container-Libraries mehr oder weniger unten drunter gleich.
wie die es umsetzen. Das heißt, die kann ich ineinander überführen. Und bei Cloud Foundry läuft eigentlich nicht auf Docker-Basis, sondern auf Garden-Basis. Das ist ein etwas anderer Containeraufbau, aber da die auch in der Open Container Initiative organisiert sind, zusammen mit Docker, haben die sich dann hingesetzt und haben es so gemacht, dass du mal einen Docker-File nehmen kann oder einen Docker-Container, den da drauf schmeißt, die Plattform das sieht und daraus einen Warden-Container umbaut, ohne dass ich mir Gedanken darüber machen muss, dass das Ding jetzt kaputt geht. Und das ist das Schöne. Der Vorteil von Garden gegenüber zu Docker ist, da kann ich auch Windows drauflaufen lassen. Ich kann damit C-Groups quasi auf Windows produzieren. Und das ist schon eine nette Sache. Und was ich kriege grundsätzlich immer, wenn ich da was draufpacke, ist Load Balancing durch die Plattform, weil egal was da läuft, auf meinen lauffähigen Knoten, da ist immer ein Load Balancer davor. Ich habe immer ein Routing drin, sobald ich sage, hier, jetzt nehme die Domain und so weiter. Ich zeige es dann später mal in der Praxis. Nur mal, ich habe es vorhin nur erwähnt, Cloud Foundry Foundation, wir sind so ein bisschen als Gemeinschaft organisiert. Das sind die Mitglieder so far, die da oben, das sind dann so mehr so die man so kennt und da sind wir. So, genau, Cloud Foundry, ich habe ja gesagt, es ist ein bisschen was anderes als mit Kubernetes. Kubernetes setzt hier an, ja, ich möchte Container liefern, auf denen meine Applikationen laufen. Wir sind hier bei Cloud Foundry einfach eine Abstraktion hochgerutscht im Vergleich. Das heißt, ich möchte mich gar nicht mehr um diese Container kümmern, sondern ich möchte mich nur noch um meine Applikationen kümmern als Entwickler. Um dann einen DevOps-Workflow, also einen Betriebs-Workflow und einen Entwicklungs-Workflow vereinheitlicht auf dieser Ebene betreiben zu können und mich um den Kram unten drunter nicht kümmern zu müssen. Und das liefert mir die Plattform. Das ist nämlich genau der Part, dass ich mir beim Container um diese Middleware oberhalb vom Betriebssystem ein bisschen kümmern muss. Und hier habe ich sie einfach schon wieder in die Plattform gedrückt. Also zum Vergleich, das hier ist mein alles, was ich irgendwie auf so einem Hardware-Server leisten muss. Ja, unten vom Netzwerk über Storage, über Server, Virtualisierung und so weiter, bis oben zu meiner Applikation selbst. Auf meinem Virtualisierungs-Layer, wenn ich mit virtuellen Maschinen arbeite, dann habe ich hier unten einen gewissen Virtualisierungspart. Während ich, wenn ich weiter oben dann hingehe, noch ein bisschen Operations und Middleware kriege durch meine Container, da ist eine gewisse Abstraktion wieder da, eine Vereinheitlichung. Und bei der Plattform kümmere ich mich dann noch um den Runtime-Server quasi, wo ich dann bei Docker mit Abhängigkeiten zwischen Docker-Containern unter Umständen das auch wieder hinkriege oder es in meinen Docker-File mit reinpacke, diese Installation von diesem Runtime-Server, sage hier, ich benutze das, was da ist, ja, mit diesen Buildpacks. Ich kümmere mich da nicht mehr selbst drum, da haben sich andere, die da mehr Erfahrung mit haben, drum gekümmert. Da habe ich die Standards sind, die durch die Teil der Core der Core-Distribution sind und ich habe Teile, die Community-getrieben sind. Ich kann meine eigenen Buildpacks theoretisch bauen und habe dann dasselbe, was ich da auch mit meinen Docker-Files auch machen würde quasi. Und obendrauf packe ich dann meine Applikation und meine Daten, die ich haushalten muss. Und natürlich dann, was ich produzieren möchte, ist dann sowas wie eine Software-as-a-Service-Lösung, die ich dann meinen Kunden wieder als Entwickler anbieten kann. Nicht erschrecken, das ist quasi das hier nur in alles, was so am Markt da ist. Und wir sind hier halt in diesem Plattformbereich, deswegen habe ich es nur hier gedacht, das ist von der Cloud Native Landscape, in diesem Plattformbereich unterwegs mit Cloud Foundry, während Kubernetes hier links in der Orchestrierung und Management-Ebene beheimatet wurde. Quasi, ich kümmere mich da um andere Dinge. Deswegen kann man auch Kubernetes, sollte man Kubernetes, wir werden später noch, habe ich noch ein anderes Beispiel, ist Kubernetes nicht als Konkurrenzprodukt zu Cloud Foundry zu sehen, sondern das erledigt für mich einen anderen Job. Die beiden Open Source Foundations zum Beispiel arbeiten auch eng zusammen, haben Projekte zusammen am Laufen und versuchen sich da gegenseitig zu unterstützen. Zum Beispiel übernimmt die Kubernetes-Entwicklung im Moment viele Konzepte von den Cloud Foundry-Jungs gerade mit rüber, weil sie sagen, das ist was uns auch bereichert. Zurück zu unserem Freund Bob. Ja. Er hat seine App und jetzt hat er so ein Problem. Er braucht noch so eine komische Datenbank. Die gehört irgendwie zu seiner App dazu. Ohne die kann ich arbeiten. Normalerweise, was muss ich jetzt machen als Entwickler? Ich muss eine Datenbank installieren. Okay. Dann brauche ich jetzt nochmal ein paar Container für meine Datenbank und dann muss ich meine Daten da reinpacken und
Da muss ich gucken, muss ich jetzt noch mal zu meinem Operations von meiner Applikation auch noch ein Operations von meiner Datenbank organisieren. Okay, habe ich denn Leute, die sich mit dem Betrieb von Datenbanken auskennen? Okay, ich brauche jemanden, der sich mit Datenbanken auskennt bei mir im Team. Cloud Foundry geht einen anderen Ansatz. Es sagt, die meisten Sachen benutzen eine SQL-Server, die meisten Sachen benutzen vielleicht ein Object-Database, ein Message-Queue-System. Das sind immer dieselben Services irgendwie. Ja? Und ich möchte eigentlich diese Sachen nur konsumieren als Applikation und nicht selbst betreiben müssen. Deswegen hat man da eine Abstraktionsebene geschaffen in Form von einem Marketplace. Was ich mache, ich gehe an den Marketplace und sage, ich hätte gerne eine MySQL-Datenbank mit dem Service-Level-Agreement und der Größe und so weiter und 24/7-Support und was weiß ich nicht, was sich dahinter steht, dafür bezahle ich Betrag X. Dann kümmert sich jemand anderes darum, der das als Service anbietet und anschließend konsumiere ich diese Datenbank nur noch. Dafür möchte ich aber nicht mich darum kümmern, wie ich jetzt diese Konfiguration von dieser Datenbank in meiner Applikation mache. Eigentlich möchte ich nur die Zugangsdaten als Environment-Variablen in meinem Applikationscontainer später vorfinden. Und genau das leistet mir die Plattform. Ja? Ich werde nicht händisch diese Zugangsdaten irgendwie in meine Applikation reindrücken müssen, sondern die Plattform, nachdem ich sage, packe diese Datenbank an diese Applikation, werden diese ganzen Zugangsdaten automatisch da reingedrückt. Ich muss sie nur noch konsumieren. Als Applikation, beim Hochfahren meiner Applikation zum Beispiel, muss ich sie einlesen. Das heißt, ich kümmere mich nicht mehr darum, wie ist denn jetzt heißt jetzt die Datenbank, wie heißt der Benutzername, wie ist das Passwort, wie ist der Port und die IP-Adresse oder der Hostname von meinem Service, sondern ich konsumiere einfach nur noch das, was da ist. Wenn ich was habe, was ich nach außen anbieten kann, dann kann ich zu meinem Plattformbetreiber gehen, hier, ich habe deine API implementiert, du kannst mich einbinden. Mach mit dem die Service-Level-Agreement-Pläne aus, die da zur Verfügung gestellt werden soll, die nimmt die in seinen Katalog mit auf und stellt die seinen Kunden wieder zur Verfügung und ich habe schon wieder irgendwie einen Austausch geschaffen hier. Ich habe einen Service, den andere wieder konsumieren können. Ja? Und kann so in meiner Plattform ein Ökosystem schaffen, wo ich mich wieder gegenseitig machen kann. Dabei muss das Ding aber nicht Teil der Plattform sein, dieser Service, den ich da anbiete, sondern der kann auch irgendwo im Internet sein. Ja? Das ist nur irgendwas, was diese API implementiert. Und das gilt natürlich nicht nur für Datenbanken, sondern es gilt eigentlich für alles, was ich habe. Ja, ich habe irgendwie einen Firewall-Service, der mir Firewall-Rules macht. Ich habe irgendwie einen Message-Queue-Service, der mir Message-Queues produziert und so weiter. Also alles, was ich irgendwie so als Applikation konsumieren kann, brauche, als Umkonfiguration brauche, was irgendwie in irgendeiner Form Geld kostet, kann ich wieder über diesen Marketplace wieder anderen zur Verfügung stellen. Kann so ein Ökosystem schaffen, wo sich entweder die Abteilung meiner Firma, wenn ich eine private Installation habe, sich gegenseitig da unterstützen können, oder wie jetzt im Fall von Mesh Cloud, die dann eine Public Cloud anbieten, kann ich das dann auch meinen Kunden wieder zur Verfügung stellen als Lösung. Und ich habe gesagt, da wird so eine API implementiert. Die war Teil von Cloud Foundry und dann hat sich Kubernetes und andere haben sich dann hingestellt und gesagt, hey, das ist ein total cooles Konzept, wir würden das gerne auch bei uns machen. Ist inzwischen Incubating-Projekt bei Kubernetes. Kurz vor der Fertigstellung heißt jetzt Open Service Broker API Project, gibt jetzt eine eigene Foundation dafür. Und die haben einfach diese Spezifikation genommen, jetzt generalisiert. Und um damit eine Möglichkeit zu schaffen, sowas Services wie Datenbankprovisionierung nicht nur für OpenStack, für Cloud Foundry zur Verfügung zu stellen, sondern auch für Kubernetes oder auch für andere Konsumenten. Das heißt, ich habe eine API, an die ich gehen kann, mir Services holen kann, mir Zugangsdaten holen kann und das dann wirklich so eine Art Bestellsystem habe mit einem Marketplace. Jetzt einen kleinen Sprung. Wir gehen wieder zurück zu unserer Idee. Ich habe jetzt meine Applikation. Jetzt ist so eine Applikation heutzutage, wenn wir neu anfangen, nämlich Applikationen zu entwickeln, nicht wie früher so ein großes Ding, was ich auf den Mainframe schmeiße und dann hoffe, dass es überlebt, sondern ich überlege mir verschiedene Probleme, die ich löse und zerlege das in Einzelapplikationen, Microservices. Das heißt, ich habe einen kleinen Service, der für eine bestimmte Aufgabe, wie zum Beispiel das Versenden von E-Mails zuständig ist, habe einen anderen, der für irgendwie Userverwaltung zuständig ist, habe einen anderen Service, der mir irgendwelche Business-Logik liefert und mein eigentliches System, was ich nach außen liefere, ist eine API, die ich davor schalte und die mir diese Logik, die da im Hintergrund von den verschiedenen Microservices erledigt wird, nach außen hin zwar abstrahiert, aber im Hintergrund ist es ein Zusammenspiel aus verschiedenen Services. Und meistens habe ich davor irgendwie so ein Load Balancing, um dafür zu sorgen, dass ja Failover-Geschichten stattfinden,
und irgendwie auch die Last von vielen Konsumenten irgendwie aufgenommen werden kann. So, jetzt habe ich aber einen Microservice A und Microservice B, den habe ich auch redundant jeweils deployed, habe auch einen Datenbank-Cluster redundant, habe ein Message-Queuing-System, was auch wieder ein Cluster ist. Jetzt kommt aber irgend so jemand her und sagt, Junge, ich möchte, dass deine Applikation zu 99% der Zeit zur Verfügung steht. Jetzt gehe ich hin. Ja. Gut, 99% der Zeit. Das heißt, ich mache jetzt erstmal den stupiden Ansatz und sage, na, das muss 99% zuverlässig sein, das muss 99% zuverlässig sein, das da, das da, das da. Was ich mir jetzt bastle, wenn ich das so mache, ist das Problem, dass ich eben nicht 99% Zuverlässigkeit erreiche. Das ist nämlich eine Milchmädchenrechnung, wenn ich das so mache. Weil so kriege ich nur 95% der Zuverlässigkeit. Das heißt, am Tag im Schnitt geht meine Applikation eine Stunde 20 down. Das ist jetzt weniger cool, plötzlich. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass ich das Problem klassisch auf eine Applikation versuche zu reduzieren und sage, ich möchte es hier lösen. Das Problem ist aber, dass das Zusammenspiel nicht funktioniert. Wenn jetzt diese Applikation down geht und die ist für dieses ganze Zusammenspiel wichtig, dann habe ich hier ein Failover beim Zugriff, die Message hier kommt nicht an der Message Queue Cluster, der Microservice kann sie auch wieder nicht abgreifen und mir explodiert meine ganze Applikation plötzlich, nur weil der eine Microservice ausgefallen ist. Also brauche ich eine Plattform, die sich darum kümmert, irgendwie dieses Ganze aufzufangen. Außerdem muss ich auch meine Microservices so schreiben, dass ich sie jederzeit irgendwie platt machen kann und neuen deployen kann und der kann einfach weiterarbeiten, weil Hardware geht kaputt, Server stürzen ab, ich habe Datenverlust irgendwarum. Das heißt, meine einzelnen Services, die ich deployed habe, meine Service-Instanz, die ich irgendwo laufen habe, meine Applikationsinstanz, muss in sich immer so gebaut sein, dass ich sie jederzeit abreißen kann oder 20 Mal nebeneinander stellen kann, wenn ich mehr Last habe. Weil sonst kann ich diese ganzen Sachen nicht erreichen. Das heißt, das muss mir meine Runtime, die ich unten drunter habe, leisten. Klassische Hardware auf dem Hardware-Server drauf heißt, wenn ich hochskalieren möchte, okay, der Hardware-Server ist jetzt voll nach der 10. Instanz, ich brauche jetzt die 11. Instanz, stelle ich noch einen hin. Wenn ich mit virtuellen Servern arbeite, dann brauche ich einen neuen virtuellen Server. Dann muss ich ein Betriebssystem installieren. Eine Betriebssysteminstallation dauert relativ lange. Wenn ich plötzlich schnell reagieren muss und plötzlich ist mir ein Microservice weggeflogen, ich brauche schnell einen neuen. Da kann ich nicht irgendwie jetzt mal eine halbe Stunde warten, bis mein Microsoft-Server sich installiert hat. Das heißt, ich muss mit Containern arbeiten. Ja, das heißt, ein Container, der startet relativ flott genug, da kann ich mich darauf verlassen, dass der relativ flott da ist. Jetzt habe ich aber auch da das Problem, dass wenn ich irgendwie mit Kubernetes arbeite, inzwischen geht es besser, in den Anfangszeiten war das Skalieren auf Kubernetes relativ hässlich. Das geht jetzt gut, jetzt kann ich einfach relativ flott skalieren. Aber trotzdem habe ich auch so Sachen, dass ich in meinen Containern zum Beispiel irgendwelche Restriktionen eingetragen habe, irgendwelche Hardware-Level, wie zum Beispiel ich muss manchmal einfach auch mal nicht horizontal skalieren, das heißt mehrere Instanzen, sondern muss auch einfach mal ein bisschen mehr RAM reinschmeißen oder so. Oder muss den Heap von meiner Java Virtual Machine mal umkonfigurieren. Das skaliert sich in Kubernetes nicht so flott. Daher bin ich hier ein bisschen besser, das werde ich nachher mal praktisch zeigen. Weil das, was ich leisten muss, ist, in der traditionellen Software habe ich so einen Exot, ja, der lebt auf seinem eigenen Server, das ist so eine Schneeflocke, die ich da irgendwie mal gemacht habe, da hat mal der eine Administrator was eingestellt, dann ist der in Rente gegangen, dann hatte ich mal später einen anderen Administrator, hat es ein bisschen umkonfiguriert, der ist dann zu einer anderen Firma gewechselt und jetzt stehe ich da und soll jetzt eine Änderung einspielen. Ich habe das Ding in meinem Leben, ich bin jetzt 10 Jahre in der Firma, ich habe das Ding noch nie angefasst. Ja. Da werde ich Probleme kriegen. Genauso, wenn ich dann anfange, solche Software, die einigermaßen geht, in so eine Cloud-Anwendung, in so einen Container reinzupacken, dann werde ich dann dastehen, ja gut, jetzt muss ich es irgendwie transformieren, aber jetzt ist der irgendwie auf den Filezugriff auf die Festplatte irgendwie abhängig, weil da liegt dann irgendwas für ihn, was er da in der Textdatei ausgelagert hat.
Und dann lagert er da noch was nebendran und dann speichert er sich Sachen irgendwie auf der Festplatte und dann brauche ich einen File-Share. Okay, einen File-Share. Das ist, geht dann wieder aufs Netzwerk, da kann ich eine Netzwerkdiskonnektivität kriegen. Kann der das ab, wenn ich eine Netzwerkdiskonnektivität kriege in seiner Applikation, oder geht er davon aus, dass das Ding fest an ihn gebündelt ist und immer da ist, weil er von einem echten Hardware-Festplatte ausgeht. Und dann komme ich hier, kann ich so Applikationen haben, die funktionieren in der Cloud irgendwie, aber wehe, es geht was schief. Ja, und so ein Container, der kann schon mal wegfliegen oder ein Server, weil der Hardware-Server fliegt weg, der Container ist weg. Deswegen gibt es so eine dritte Klasse von Applikationen. Das ist das, was wir versuchen heute nach Möglichkeit zu implementieren. Es geht nicht alles so. Ja, ein Datenbank-Cluster, ein Datenbank-Node ist relativ schwierig so umzusetzen, ja, weil der braucht halt Festplattenspeicher. Der kann ihn auch nicht mal einfach übers Netzwerk schmeißen, so mal von jetzt auf gleich, weil die Datenmenge einfach zu groß ist für die Bandbreite. Aber da kann ich relativ nah rankommen, dass ich eine Applikation habe, die kann ich kaputt machen, kann davon, wenn ich deploy ich zwei, wenn einer kaputt geht, ist egal, ich mache einfach ein Load Balancing davor oder ein Routing, was einfach den Netzwerktraffic mal da, mal dahin packt und egal, funktioniert immer, ist alles schön und gut und ich muss mir keine Gedanken machen, das ist wirklich nur so ein, statt dieses Pet versus Kettle Prinzip, ja, ich habe hier nicht irgendwie so eine Applikation, die ich muss ich irgendwie haushalten und dann muss ich irgendwie immer gucken, dass es dem Server gut geht, sondern ich sage einfach, pff, ja, dann mache ich halt noch einen und noch einen. Ja, mehr Last, mache ich noch einen dazu. Wurde jetzt der Kunde, auf welchen er sich jetzt im Moment verbindet, wenn er seine Applikation irgendwie ansteuern will, ist mir egal. Ja, jede von diesen Applikationsinstanzen, die auf einem anderen Server liegt, muss immer so gestrickt sein, dass sie immer mit jeder Anfrage, die sie kriegt, arbeiten kann, weil die ganzen Transaktionen stateless sind und solche Sachen. Und da gibt es dieses 12-Faktor-Applikationsprinzip. Ja, gibt es 12-Faktor-Applications.net, kann ich jedem Entwickler empfehlen, sich das mal durchzulesen. Gibt es auch als Deutsch dort auf der Seite. Die Idee ist, ich habe, es ist eine Zusammenfassung von Best Practices aus der Softwareentwicklung im Grunde. Ich habe grundsätzlich eine gemeinsame Codebase, das heißt, ich verteile es nicht über 1000 Repositories. Ich habe ein gemeinsames Repository und da liegt mein Code und da kann jeder nachgucken, wie es aktuell aussieht. Wenn ich eine Applikation deploye auf einen Server, dann ist sie nie abhängig von was anderem, was auf diesem Server drauf ist. Also nicht irgendwie so eine Shared Library oder sowas. Von der darf das nicht abhängig sein, da brauche ich eine Abstraktionsebene. Konfiguration ist immer Teil meines Ausfuhrprozesses. Das heißt, wenn ich irgendwie ein Release mache, dann gehört da immer eine Konfiguration dazu. Die ist fest dazu gebundelt. Das ist eine Einheit mit dem Bild. Irgendwelche Services, die ich habe im Hintergrund wie eine Datenbank, muss ich grundsätzlich so behandeln, als wären das irgendwelche Drittapplikationen von irgendwelchen anderen Firmen, die irgendwo im Nirvana sein und auf die kann ich mich gar nicht verlassen. Also so eine Datenbank, die ist schon mal sowas, oder ein anderer Microservice, das ist irgendwie sowas, das fliegt auch mal weg. Das muss ich verkraften können von meinem Code, dann dürfen nicht bei mir die 1000 Exceptions fliegen oder sowas. Grundsätzlich muss ich so eine Continuous Integration Pipeline aufbauen, so ein Build, Run, Release, das heißt, ich baue meinen Code, ich mache dann ein Release draus mit der Konfiguration zusammen, dann führe ich es erst aus und das müssen irgendwie alles so drei atomare Bestandteile sein und es gehört immer zusammen. Und das zieht sich so weiter wie zum Beispiel, ich mache nicht irgendwie verschiedene Subdomains in meinem REST-Endpoint auf, wo ich dann verschiedene Applikationen dahinter habe, wie man es vom Tomcat-Server kennt, so klassisch. Da habe ich dann die Applikation, habe ich dann /Applikation 1, /Applikation 2, /Applikation 3, sondern im Maximum sind es verschiedene Ports auf meiner Applikation, auf meinem Server. Das heißt, nicht über dieselbe Domain, die verschiedene Applikationen betreiben. Genauso muss es immer so ausgelegt sein, dass meine Sachen concurrent skalieren können. Das heißt, wenn ich mehr Last habe, dann mache ich einfach mehr Threads, mehr Applikationsstarts, mehr Container, mehr Applikationsserver, mehr einfach. Dann muss es immer so sein, dass ich es einfach wegschmeißen kann. Ja? Ein Grace-Shutdown bei einer Applikation, der dauert schon mal. Meine Applikation kann aber jederzeit durch Hardwarefehler wegfallen. Das heißt, meine Applikation muss es immer abkönnen, einfach zerstört zu werden und neu hingeschmissen zu werden. Und es muss einfach so weitergehen wie vorher. Das heißt, ich speichere mir in meinen Applikationen keine irgendwie Properties drin, also so Sachen wie eine State-Variable in einem Service kann maximal in einem Request-Scope existieren, also in einer Transaktion, nie außerhalb, weil ansonsten und zwischen Transaktionen geshared werden oder sowas, zwischen zwei HTTP-Requests, weil ansonsten habe ich das Problem, dass ich immer wieder diesen selben Server treffen muss.
Wenn ich sowas habe, dann muss ich das auslagern. Dann gibt es jemanden, den ich fragen kann, wie ist denn gerade dieser State? Das ist dann meine Datenbank. Das ist dann irgendwie irgendein Cache oder irgendwas, den ich da fragen kann, die diese Information irgendwie redundant für mich vorhält. Der sich dann auch um die darum kümmert, dass diese Sachen irgendwie hochverfügbar zur Verfügung stehen und ausfallsicher. Und ganz wichtiger Punkt, meine Development-Umgebung darf sich nicht von meiner Produktionsumgebung unterscheiden. Klassiker, works on my machine. Und dann gehen wir mal in Produktion. Dieser Schritt muss in diesem ganzen Prozess von der Idee bis zum Betrieb, muss dieser Schritt von der Testumgebung zur Entwicklungs- zur Produktionsumgebung sein, der mir die wenigsten Sorgen bereitet. Da muss ich sagen, das schalten wir jetzt scharf. Jetzt, wenn es hier in der Dev-Umgebung fertig ist, dann kann ich es auch jederzeit produktiv nehmen. Dadurch habe ich den Vorteil, dass ich auch jederzeit neue Features mal schnell reinbringen kann. Weil wenn meine Tests durchgestanden haben, dann kann ich sie auch produktiv nehmen. Das heißt, dieser Switch, da muss ich mir keine Gedanken machen. Ich muss jetzt nicht groß irgendwie hochintegrieren, dass ich jetzt hier plötzlich andere Load-Balancing-Geschichten habe, andere Routing-Geschichten, irgendwas anderes habe. Sondern dieser Schritt muss möglichst widerstandsfrei gehen. Darf ich keine Gedanken verlieren. Weil ansonsten habe ich das Problem, dass ich dann in der Produktionsumgebung debuggen muss, im Zweifelsfall. Und dann kriegen es die Kunden mit und dann habe ich ein Service-Problem. Grundsätzlich muss ich auch, wenn ich dann so große Umgebung habe, ich habe dann meine 20, 30 Applikationsserver, dann habe ich meinen Datenbank-Cluster, dann habe ich das noch und das noch und das noch, dann kann es nicht sein, dass ich einzeln auf die Server draufgehen muss, um meine Logs zu holen, sondern ich muss sie natürlich aggregieren. Ja? Und so Sachen wie eine Datenbankmigration für mein neues Release muss immer Teil meines Release-Bundles sein. Das heißt, dieses Tool, was mir diese Datenbankmigration macht, ist Teil dessen, was ich ausschippe. Das heißt, dass jeder, der jetzt dieses Release einspielen muss auf eine ältere Version, immer das Toolset mit hat, um diese Migration mitzumachen. Die ist immer damit reingebundelt. Das ist Teil meines Toolsets, was ich mit ausliefere. Ansonsten habe ich das Problem, dass irgendjemand in 10 Jahren hinkommt und der braucht jetzt eine spezielle Repair-Funktion, die zu dem Release gehört, aber das Tool hat er nicht mehr. Weil das hat der Kollege bei sich lokal auf dem Rechner gehabt und der ist irgendwann verschrottet worden, als der vor 5 Jahren gegangen ist und jetzt ist das Tool weg. Das gehört der dazu. Und was ich durch diese ganzen Tricks noch habe, ist, dass ich jetzt angehen kann, dass ich sagen kann, naja, wenn die Development-Umgebung ist wie die Produktionsumgebung, dann kann ich auch hingehen und sagen, zu meinem Entwicklungsteam gehören natürlich auch die Leute, die den Betrieb sicherstellen. Wenn die sich auch um viele Themen nicht mehr kümmern müssen, wie zum Beispiel Netzwerkrouting und solche Sachen, dann kann ich hier viel spezieller auf meine Applikationen-Server abgestimmtes Betriebsteam hier auch organisieren. Und dann kann ich hingehen und kann mir über so Sachen machen, mein Entwicklungsteam ist auch dafür zu verantwortlich, dass mein Produktionsprodukt läuft. Die können jederzeit neues Release einspielen, weil die kennen es ja schon, die können es ja bei sich in der Development-Umgebung 1:1 nachstellen. Das heißt, die können sicherstellen, dass wenn sie es dann in produktiv ausrollen, es läuft. Das heißt, sie können auch viel schneller einen Hotfix installieren auf der Produktionsumgebung. Weil das ist ein Schritt, der ist dann schmerzfrei. Sie können dann relativ schnell einfach weiterentwickeln. Das heißt, ich kann am Ende des Sprints, wenn ich Scrum mache, am Ende meines 2-Wochen-Sprints kann ich neue Features in die Produktionsumgebung ausrollen, weil Minimum Valuable Product, es ist da, es läuft, es ist funktionsfähig, es ist in der Testumgebung getestet, sonst wäre es ja nicht fertig, nach meiner Definition of Done. Und da der Schritt zur Produktionsumgebung gering ist, dann kann ich es auch produktiv nehmen. Da ich es über die Skalierung irgendwie ausgleichen kann und über das Routing, kann ich nach und nach meine Applikationsinstanzen, so wie es zum Beispiel Google macht, einfach austauschen. Ja? Google, wenn die ein neues Feature ausrollen, dann kriegen 10% ihrer Nutzer kriegen das Feature präsentiert. Wenn die es nicht cool finden und sich beschweren, dann wissen sie, okay, das neue Feature ist nichts, dann nehmen sie es wieder zurück und bessern es nach. Und ansonsten rollen die das für immer mehr ihrer Kunden nach und nach aus. Und ich kriege das als Kunde gar nicht mit und dann sitze ich dran, habe eine neue Funktion in meinem Google Docs zum Beispiel drin und der Kollege nebendran hat es noch nicht. Und sowas kann ich dann machen. Das heißt, ich kann dann viel ganz anders mit meiner Produktionsumgebung plötzlich umgehen, weil mein Entwicklungsteam auch ein Verständnis dafür hat, was der Produktionsbetrieb bedeutet. Ich kann Security-Patches schnell einspielen
und ich kann auch automatischer mit der Skalierung umgehen, weil ich neben meinem Betriebspersonal Leute sitzen habe, die wissen, wie dieses Ding im Innersten funktioniert. Das heißt, ich kann denen fragen, hier, ich habe hier das Problem mit der Last, hier, die Last geht total down, irgendwie und nachts um 3, was ist denn da? Ja, da läuft ein Cronjob. Da ist irgendwas mit, ist der Cronjob zu stressig. Da müssen wir uns überlegen, ob wir den nicht auslagern, in andere von der API lösen oder irgendwas. Dass der die Last irgendwie nicht, die API ausbremst oder sowas. Und ich kann mich dann schneller, leichter darauf verlassen, dass alles läuft, weil ich habe hier einen besseren integrierten Ansatz. Es ist anders, als wir in so einem klassischen Säulendenken, wie ich es in vielen Unternehmen habe, dass ich dann einfach meine Firewall-Jungs habe, meine Netzwerk-Jungs, ich habe da drüben meine Jungs, die sich irgendwie um die Server für die Rechenkapazität kümmern und dann habe ich die Leute, die kümmern sich um andere Dinge und wenn ich irgendwas brauche, was einmal so quer durchgeht, was ich bei jedem Projekt habe, dann habe ich das Problem, dass das Projektteam bei jedem klingeln muss und fragen muss, ob es darf. Da sind wir wieder bei unserem Formular, was ich ausfüllen muss. Und das ist die Idee, dass ich das quasi hier durchbreche und wirklich ein projektzentriertes Team habe, was sich wirklich um seine Applikation kümmern kann. Dafür muss ich es aber auch entlasten, dass es nicht um alles kümmern muss durch meine Plattform. Und warum waren jetzt die Kollegen von Meshcloud da? Die versuchen genau das als Plattform anzubieten, als Public Cloud Plattform. Die haben eine Kombination aus Infrastructure as a Service, Container as a Service und PaaS-Plattform. Die haben OpenStack mit Cloud Foundry drauf installiert. Und haben da, im Gegensatz zu anderen Cloud-Anbietern wie Amazon oder Google, haben sich überlegt, wir haben viele kleine Rechenzentren in Deutschland, lokale Service-Provider, die gute Produktionsleistungen liefern, die gute Services anbieten können, mit gutem Fachpersonal, aber die haben das Problem, die sind zu klein, um gegen diese großen Plattformen ankämpfen zu können. Und da sind sie hingegangen und haben gesagt, die müssen wir jetzt zusammenschließen. Wir bringen die in die Technologie, wir helfen denen, den Sprung auf die neue Technologie zu machen, denen ihre Infrastrukturen umzubilden und in dieser großen Plattform als Service Provider auftreten zu können. Das heißt, wenn ich dann meine Plattform habe, dann habe ich hier unten drunter meine Hardware irgendwo stehen in einem Rechenzentrum, habe darauf OpenStack installiert, Cloud Foundry installiert und so eine Art Federation Layer Software installiert, die mit den anderen Standorten verknüpft und wie ich dann genauso wie ich bei einem Amazon verschiedene Locations habe, wie zum Beispiel US West 1, US West 2, Europa 1, Europa 2, habe ich hier dann verschiedene Service Provider als Locations, als georedundante Locations, die dann miteinander interagieren können, wo ich dann meine Sachen hindeployen kann und habe dabei Cloud Foundry als Plattform drauf laufen, wo ich dann meine Applikation dort in den Standort drücken kann, dort in den Standort drücken kann und kann dann einfach die Sachen miteinander arbeiten lassen und habe quasi den Vorteil, dass ich nur europäische Anbieter habe, die dem deutschen Datenschutz unterstehen, kombiniert mit diesen tollen Technologien quasi, die ich einfach nutzen kann. Das ist denen ihr Konzept, da sind wir mit am Arbeiten und und gerade aus diesem, das ist so der Bereich, in dem ich so unterwegs bin. Hier Servicekatalog und Monitoring, Accounting, Software zu entwickeln. Wer es ausprobieren will, unter pendel.meshcloud.io kann man sich kostenlos registrieren, mal ausprobieren, einfach ein bisschen dann mit Cloud Foundry spielen können. Ist ein Monat kostenlos. Wenn man sich dort einen Account anlegt, kann man ein bisschen rum experimentieren. Zeige ich auch gleich nachher nochmal. Genau. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich das jetzt praktisch ausprobiere? Grundsätzlich, Cloud Foundry habe ich gesagt, wir sind eine Foundation. Wir haben auch eine Webseite dafür, wo man sich auch die Sachen angucken kann. Da sind die ganzen Dokumentationen, die sind auch wirklich gut. Die bringen auch einen rein, die bringen auch eins ins Verständnis rein, wie es funktioniert, die Plattform. Und wir haben hier auch ein paar Beispiele gehostet. So. So ist besser. Ich lasse es mal abspielen. Ich hoffe, man kann es lesen. Ich tippe es jetzt nicht nochmal neu, weil ich habe das schon mal für die als Screencast aufgenommen. Deswegen ist es einfacher. Was ich jetzt mache, ist, ich schreibe von Hand komplett eine neue Applikation. Gerade in dem Video. Ist ein bisschen beschleunigt, damit man nicht so lange warten muss. Das ist jetzt mein Java-Programm, was ich jetzt gerade schreibe. Das ist ein Hello World, damit es nicht so aufwendig ist, damit es leicht zu verstehen ist. Aber ich habe jetzt quasi, als ich das Video gestartet habe, mit meinem Entwicklungsprozess angefangen. Ja,
habe mein Projekt aufgesetzt, indem ich so ein vorgefertigtes Maven Archetype benutzt habe und für eine Spring-Applikation. Ich schreibe jetzt hier meine Spring Hello World-Applikation. Und das Praktische ist, ich habe jetzt den Code fertiggestellt für meinen Hello World Controller. Ja, das ist die Softwarelogik. Und jetzt wird es jetzt eigentlich losgehen, dass ich mir Gedanken machen müsste, was mache ich? Ich habe jetzt meinen Maven-Install gemacht, um es zu bauen. Jetzt pushe ich es nach Mesh Cloud hoch. Jetzt habe ich die Applikation, jetzt guckt er, oh, was ist denn für eine Applikation? Ah, jetzt hat er festgestellt, es ist Java. Baut jetzt auf diesem Container den Java-Buildpack aus, installiert die JVM, konfiguriert die, setzt ein paar Environment-Variablen für meine Applikation, sorgt dafür, dass das Routing stimmt zu meinem Applikationscontainer von außen. Jetzt ist meine Applikation erfolgreich deployed und jetzt kann ich sie uncurlen. Die liegt jetzt im Internet zugreifbar auf der Domain. Das ist das, was ich gebraucht habe, um meine Applikation vom Schreiben produktiv zu nehmen, im Internet zugänglich. Da ist jetzt Load Balancing drin. Ich habe mir eine Domain geclaimed in meinem Aufruf vorhin. Ich spule mal zurück, damit man es sieht. In diesem kleinen Aufruf, den ich hier oben habe, habe ich drin, dass ich eine Applikation nach Cloud Foundry mit meinem Command Line Tool pushen möchte. Die möchte ich, dass die heißt Hello. Sie ist grundsätzlich unter der Domain meshcloud.io verortet als Subdomain. Ich gebe dann noch an, wo meine JAR-File liegt und den Rest kümmert sich die Plattform drumherum. Die macht mehr Load Balancing da drauf, die macht mehr Routing da drauf, die sorgt dafür, dass es DNS-technisch erreichbar ist und alles Mögliche. Vorausgesetzt, diese Domain ist schon mit Zertifikaten für meine Plattform hinterlegt, natürlich. Ja, dass ich sonst geht ja kein HTTPS. Woher sollt ihr, sonst habe ich ja das Problem, dass die Domain nicht aufgelöst wird. Also die muss schon irgendwo eingetragen sein, dass sie auf available ist, wenn ich eine Custom-Domain habe. Also zum Beispiel die Meshcloud.io-Domain ist da schon vorangelegt, der DNS-Eintrag. Und jetzt kann ich viele tausend Applikationen dort einfach deployen. So. Wie sieht das jetzt technisch aus? Ich habe es jetzt händisch gemacht, gerade eben, mit meinem Command-Line-Tool. Aber was ich auch machen kann, ich kann sowas auch definieren. Ja, ich kann so eine Manifest-File neben meine Applikation legen für mein Deployment, kann da spezifizieren, was ich so machen möchte mit meiner Applikation. Zum Beispiel möchte ich irgendwie ein Timeout haben, wenn in der Zeit meine Applikation nicht hochgekommen ist, dann stimmt irgendwas nicht, dann soll er den ganzen Prozess abbilden. Ich möchte nicht nur eine Instanz von meiner Applikation hochfahren, sondern ja, wie wär's denn mit 100 oder 1000 Applikationsservern? Ich möchte irgendwie Memory für meinen Container zur Verfügung stellen, Memory Limit. Ich möchte nicht mehr angeben müssen jedes Mal, wo jetzt meine Datei liegt, abhängig von meinem Ausführungspfad, von meinem Tool. Ich möchte irgendwie gleich sagen können, was für ein Buildpack ist, dass er nicht wie vorhin suchen muss. Oh, ist es Ruby, ist es Python oder irgendwas? Und ich möchte auch die Domain gleich angeben. Ich möchte noch irgendwie so eine Environment-Variable noch mitschicken. Dann möchte ich noch angeben, wie die Applikation heißt. Das sind nämlich nicht Hello heißt, sondern Demo, aber unter der Subdomain als Hello abrufbar ist unterhalb von meiner Domäne und dass grundsätzlich noch eine Service-Instanz dran gebunden werden muss. Und zwar heißt die MyMongoDB. Das heißt, ich möchte eine MongoDB an meine Applikation dran binden. Und was ich gemacht habe in meinem Code, damit ich diese MongoDB konsumieren kann im Vergleich zu dem Beispiel, was ich jetzt gezeigt hatte, ist, dass ich mein Datenbankobjekt erstellt habe für meine MongoDB. Ich habe ein bisschen Access-Logik für die Datenbank gemacht, wie man es halt in Spring so macht, so ein kleines Repository gemacht, wo ich sage, hier kann ich jetzt mit CRUD-Pattern und Paging-Sorting kann ich jetzt meine Daten abgreifen. Und ansonsten habe ich hier mein REST-Endpoint noch darüber verändert, dass ich das Objekt erzeuge, in die Datenbank wegspeichere, mir alle Objekte hole und das erste rausgreife und anschließend das Objekt wieder wegschmeiße und anschließend aus dem Objekt heraus die ID auslese, die Datenbank im Hintergrund für das Objekt erzeugt hat. Und das Coole an der ganzen Sache ist,
Ich habe hier nichts in den Application Properties drinstehen. Das heißt, ich habe nicht angegeben, wo liegt jetzt die Datenbank, was habe ich dafür machen müssen, um die zu verbinden, wie sieht es überhaupt aus mit Zugangsdaten, wo liegt die Datenbank überhaupt, was ist das für ein Server, für Port, Datenbankzugänge und, da war mir alles egal, weil... Ich habe einfach mir vorher diesen Service angelegt. Ja, mein MongoDB. Ist vom Service MongoDB, hat den SLA Plan S. Ich habe es an die Applikation Demo gebunden, könnte es aber auch noch gleichzeitig an andere Applikationen binden und kann auf die Art und Weise sehr schön mit den ganzen Sachen irgendwie interagieren und arbeiten. Was ich dafür gemacht habe, ist, dass ich in den Marketplace gegangen bin, mir angeguckt habe, was denn so angeboten wird. Oh ja, ich hätte jetzt gern irgendwie so ein Service. Wie wäre es denn heute mal mit einer MySQL in der Größe S? Das sieht doch für mich ganz schön aus und die soll jetzt heißen Test MySQL. Jetzt wird hinten dran, wird mir jetzt vorgewandt, es kostet Geld, ja, klar, ist ein Paid Plan. Irgendjemand möchte dafür den Betrieb Geld sehen und dann gucke ich mir nochmal an, was ich denn jetzt für Services habe und plötzlich ist er gesagt, das ist eine MySQL-Datenbank im Hintergrund erzeugt worden, die noch an niemanden gemacht worden ist. Sie ist jetzt auch wirklich zuverlässig da. Also es hat mir mein Service Broker, der diese Service Broker API implementiert, hat jetzt gesagt, ich bin fertig. Das heißt, ich möchte jetzt mal meine Applikation da dran binden. Oder erstmal zeigen wir mal die Environment-Variablen meiner App. Das ist vielleicht erstmal schön, um zu verstehen, was da passiert. Im Hintergrund habe ich mir jetzt die Environment-Variablen meiner Applikation geholt. Grundsätzlich habe ich ja diesen Bereich VCAP Applications, da sind so grundsätzliche Sachen drin, wie ist denn jetzt die ID von meinem Applikationsinstanz, von meiner Applikation, wie heißt die denn, unter welchen URLs ist die denn jetzt grundsätzlich erreichbar, welche Limits irgendwie an den Container sind gestellt worden, wie heißt die Applikation, in welchem Space ist die deployed, zum Verständnis dafür. Die Organisation für meine Entwickler innerhalb von Cloud Foundry ist grundsätzlich so organisiert, dass man versucht, die verschiedenen Zuständigkeiten zu trennen und die verschiedenen Applikationen. Das heißt, ich habe grundsätzlich für eine Applikation, die ich entwickle, einen Space, einen Produktionsspace. Ja? In diesem Bereich sind alle Sachen können sich sind dann zusammen quasi dort für dieselbe Gruppe an Entwicklern verfügbar. Die Container sind voneinander grundsätzlich trotzdem weiter isoliert und nur über diese URLs halt erreichbar. Aber sie sind grundsätzlich nur für diesen Benutzerpool zur Verfügung gestellt. Alle Services, die ich dort erzeuge, wie Datenbanken, sind nur für diese Leute zugänglich. Nebendran habe ich jetzt einen zweiten Space, das ist ein Development Space. Da habe ich auch meine Applikationen drin. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Spaces ist, dass sie nebeneinander liegen und ich mich in meine CLI auf verschiedene Targets zeigen lassen muss. That's it. Ich kann nicht dieselbe URL in beiden Spaces benutzen, weil dann hätte ich ja das Problem, dass ich nicht sagen kann, wo es gerade hingeht. Aber grundsätzlich und meine Development-Umgebung könnte plötzlich produktiv zugänglich gemacht werden, aber das ist der einzige Unterschied. Also das ist der einzige Punkt, wo ich dann quasi einen Unterschied habe. Meine Services können in dem einen Space genauso heißen wie in dem anderen. Da sind dann hinten dran andere IP-Adressen, die hier über die Environment-Variablen dann eingespielt werden. Aber ansonsten ist es gleich. Und diese Sachen, warum diese Sachen jetzt in meinen Environment-Variablen zum Beispiel drinstehen, ist, dass ich die als Applikation auch konsumieren kann. Dass ich sagen kann als Applikation, hey, ich heiße jetzt so und kann das irgendwie zum Beispiel auf der Webseite anzeigen, wenn ich das möchte. Unter einem irgendwelchen Endpoints, wo ich ein Health Endpoint oder sowas, ja. Diese Information mitliefern, in welchem Space man jetzt liegt. Grundsätzlich habe ich aber noch so einen VCAP-Services-Bereich in meinen Environment-Variablen, wo ich dann zum Beispiel einen Credential-String habe für den Zugang auf meinen MongoDB-Cluster, wo ich drinstehen habe, meine Credentials zum Beispiel und welche Datenbank, wo ich dann auch drinstehen habe, was das für ein Service ist und so weiter. Und habe auf die Art und Weise Informationen zugänglich für meine Applikation,
um die zu benutzen. Und warum habe ich es jetzt nicht angeben müssen? Spring als Enterprise Framework kann Cloud Foundry, weiß, wie diese Environment-Variablen heißen, wird der Buildpack ist sich bewusst, dass es eine Spring-Applikation ist, weil der Buildpack erkennt, das ist eine Spring-Boot-Applikation und fängt dann an, einfach die umzukonfigurieren, die Environment-Variablen so zu präsentieren, dass der Spring-Boot-Service die einfach konsumieren kann. Das heißt, ich muss mich nicht mehr drum kümmern, der übernimmt einfach die Sachen, packt die automatisch in seine DIO-Objekte, in Hibernate rein zum Beispiel und muss mich um nichts kümmern. Das heißt, ich kann einfach meine Datenbank benutzen. Weniger Aufwand für die Entwickler, weniger Frust, weil ich kann nicht einfach mal einen Tippfehler einbauen oder sowas. Ich muss mich zu keiner Zeit in diesen Container verbinden, um diese Applikation zu starten oder zu deployen. Händischer Eingreif höchstens zu Debug-Zwecken nötig, weil wenn was wirklich kaputt ist, dann pushe ich es halt nochmal. In meinem Release ist ja alles drin, wenn ich es hochstarte, läuft es. Der Zustand ist in der Datenbank. So, dann habe ich noch das Problem, dass ich unter Umständen auf die Datenbank zugreifen muss. Von außen, weil da ist irgendwas kaputt gegangen. Meine Applikation ist nicht in der Lage, es zu lösen. Ich muss es vielleicht debuggen. Dann habe ich immer noch die Möglichkeit, mir einen Service-Key drauf zu holen. Ja, da sollte ich vielleicht mal angeben, für wen? MongoDB hatten wir es genannt. Mit einem Bindestrich, glaube ich. Und natürlich muss ich noch Vorführeffekt, muss ich noch angeben, my key, wie er heißen soll. Meine Quote ist exceeded. Gut, schlechtes Beispiel gerade, ja, ich war zu greedy. Aber ich kann mir dann so einen Credential String einfach mir anzeigen lassen, mir konsumieren, benutzen und zur Verfügung stellen. Ich habe auch noch so Sachen wie zum Beispiel, dass ich Abkürzung für meinen Befehl, damit ich nicht ausschreiben muss, Create User Provided Service. Da kann ich ein JSON-Objekt für meine zur Verfügung stellen, wie andere Services auch, die ich aus dem Marketplace konsumiert hätte, um dann Zugangsdaten zum Beispiel auf einem Amazon Web Storage zur Verfügung zu stellen oder Zugangsdaten irgendwo dahin. Die kann ich dann dort verwalten, außerhalb von meinen Applikationen. Durch das Binding füge ich sie in die Applikation hinzu, muss dann höchstens meine Applikation neu starten nochmal oder sie aktiv die neuen Environment-Variablen einlesen lassen. Mehr muss ich nicht tun. Dieses ganze Handling ist aus dem Hardware-Server rausgegriffen. Wenn ich auf meine Applikation zugreifen will per SSH, kann ich das auch durch die Command-Line tun und dann einfach sagen, ja, jetzt möchte ich mal bitte in Demo gehen. Ich habe eine SSH-Session in meinen Applikations-Server gemacht. Verifikation darüber, dass meine Rolle in meiner Cloud Foundry-Space entsprechend ist, dass ich das machen darf. Das heißt, ich muss nicht mehr groß irgendwas rummachen. Meine Entwickler können sehr interaktiv eng mit ihrer Applikation tätig werden. Und auf die Art und Weise kann ich halt schön mir keine Gedanken machen um überhaupt irgendwas. Dann möchte ich irgendwie skalieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Befehl genau ging. Ach ja, so waren die Commands. Ja, wie wäre es denn hier mit einem cfscale-i2? Ich brauche zwei Instanzen davon. Ich sollte vielleicht noch angeben, welche Applikation. Demo. Wie viele Demo-Server haben wir denn jetzt eigentlich gerade am Laufen? 2. Jeweils mit 1,5 GB RAM, 1 GB Disk unter der URL. Was passiert jetzt? Meine URL wird jetzt Round-Robin quasi drauf verteilt. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern, dass irgendwie jetzt, wenn mein Zugriff kommt, jetzt die eine Instanz oder die andere passiert, läuft alles. Es gibt noch spezielle Services, die ich in die Route reinhängen kann, wo ich dann von dem Round-Robin dann zum Beispiel auf ein spezielles User-spezifiziertes System gehe, dass ich zum Beispiel irgendeinen Header auslese, einen Token-Header oder irgendwie sowas und dann gucke, welche Applikation ich das dann verteile. Ich kann so eine Route auch auf mehrere Applikationen machen, um dann verschiedene Versionen zum Beispiel parallel zu betreiben, in verschiedenen Anzahlen von Skalierung und dann über den Skalierungsbefehl das dann nachher rausmachen kann. Meine alte Version langsam auslösen kann, zum Beispiel. Und kann so sehr schön mit meinem Code einfach direkt interagieren. Und wenn man es jetzt mit Kubernetes vergleicht, da musste ich sehr viel händisch tun, um sowas zu erreichen, zum Teil. Hier habe ich es quasi sehr schlank, ich muss mich um nicht viel kümmern. Die meisten Sachen sind schon vorbereitet, die klassischen.
Bei der Skalierung könnte ich jetzt zum Beispiel aber auch mit diesem -m-Parameter mein Memory-Limit oder mit dem -k-Parameter mein Disk-Limit erhöhen. In allen meinen Instanzen. Wenn ich 100 habe, dann wird für alle jetzt der Memory erhöht. Gesetzt den Fall, dass genug da ist in der Infrastruktur unten drunter. Ja, ich kann nicht über die Hardware-Server hinaus, über die virtuellen Maschinen hinaus irgendwie skalieren nochmal. Genau. So viel Fragen dazu. Erstmal. Ja, das ist der wichtige, interessante Part. Wie gehe ich damit händisch um? Von irgendjemandem gerade? Ja. Ein bisschen erschlagen. Ja. Ich habe eine Frage. Eigentlich habe ich zwei Fragen mir notiert. Ja. Zum einen würde mich interessieren, wie CloudFoundry denn, also dadurch, dass es nicht auf dieser Docker-Container-Hierarchie basiert, sich denn im Thema Security bewegt. Das ist ja so ein Riesenproblem mit Docker, dass man halt basiert auf irgendeinem Java-Container, den hat irgendwann mal einer gebaut, der basiert dann auf irgendeinem Debian, das ist dann halt irgendwie schon 2 Jahre alt und dann sind dann irgendwo drunter Sicherheitslücken drin und man merkt es vielleicht gar nicht. Wie verhält sich das denn mit Cloud Foundry da so? Also grundsätzlich diese Buildpacks, diese Standard-Buildpacks, die ich so grundsätzlich habe, die man dann vorher hat durchrattern sehen, die sind alle getestet. Die werden auch von Distributoren, wie zum Beispiel SUSE oder sowas, die das als kommerzielles Produkt anbieten, auch getestet. Die unterliegen Sicherheitstests auch durch die Foundation. Da gibt es ein Core-Entwicklerteam. Das wird zusammengestellt aus Mitarbeitern von verschiedenen Mitgliedern der Foundation. Die sitzen, ich glaube, das Team sitzt in Seattle. Wir sind wirklich an einem Ort zusammengezogen, die schicken ja ihre Mitarbeiter rüber und die entwickeln dann von dort. Die sind dafür angestellt, diese Buildpacks zu warten. Das heißt, ich habe hier ein gewisses Support-Level durch die Community, ich zahle nichts dafür, es ist Open Source, es ist einfach da und ich weiß, kann mich darauf verlassen. Ja? Das sind auch Leute, die sich damit auskennen. Ich kann da den Code auch zu einsehen, jederzeit. Das ist dieser eine Part. Das heißt, diese Buildpacks sind da. Dieses Linux, was sie auf dem die aufsetzen, ist auch immer das Gleiche zum Beispiel, oder die Windows-Installation. Das heißt, die wird durch die Plattform wird es aktuell gehalten. Wenn ich das Problem habe, ich muss jetzt einen Patch einstellen, ich habe Cloud-Native-Applikationen geschrieben, skaliere ich einfach die alten Instanzen weg und mache neue. Dann habe ich eine neue Installation mit der neuen Version von meinem Linux zum Beispiel. Ich muss mich gar nicht groß kümmern, wie sauber jetzt der Plattformbetreiber das macht. Weil ich kann jederzeit, wenn der dafür sorgt, dass die neueste Version zur Verfügung steht, muss ich einfach nur dafür sorgen, dass ich regelmäßig neue Container habe. Kann ich durch meine Continuous Integration Pipeline zum Beispiel machen lassen. Das heißt, ich kann mich hier ein bisschen maturieren. Die Container in sich auf meinem Runner-Node quasi sind natürlich über C-Groups voneinander isoliert. Aber ich habe auch die von der Netzwerkstruktur unten drunter habe ich auch eine Isolierung. Das heißt, der Traffic, der zu einer Applikation geht, geht niemals zu einem anderen Container von einer anderen Applikation. Das Routing in der ganzen Plattform geht von außen in den Load Balancer rein zu einem Router und von dort aus in den Container direkt rein. Das heißt, ich habe nicht das Problem, dass ich wie bei Docker das nicht jetzt unter Umständen dann da irgendwelche Geschichten haben kann, wo ich mir nicht sicher bin. Und bei Kubernetes versucht es ja dann aufzulösen. Ja, das ist ja der große Unterschied zum Beispiel zwischen Kubernetes und reinem Docker. Habe ich da zum Beispiel eine Problemlösung. Jetzt gibt es seit neuestem in den neueren Versionen von Cloud Foundry auch App-to-App Netzwerkkommunikation. Das heißt, ich kann mir Netzwerkkanäle von einer App zu einer anderen legen. Dann kann ich grundsätzlich die Zugänge grundsätzlich hinter HTTPS nur erlauben. Das heißt, da habe ich auch schon mal wieder einen gewissen Sicherheitsgewinn. Und grundsätzlich habe ich diese Space Isolation, ja. Das heißt, wenn ich keine Public Internet URL dranlege, dann sind meine Services für die anderen auch nicht erreichbar. Und lauter solche Geschichten. Und wenn ich dann noch so eine Möglichkeit habe von meinem Provider her, dass der dann noch Private Network Möglichkeiten mir bietet, dann habe ich das Problem, dass ich dann wirklich nur Container zu Container dann meine Applikationen, meine Microservices innerhalb kommunizieren können. Das heißt, da kann gar kein anderer rein, ja, weil der Netzwerk-Traffic gar nicht da lang geroutet wird. Das heißt, ich habe das Problem nicht mehr, dass irgendjemand da irgendwie reinfischen kann. Habe damit eine Sicherheit geschaffen, wie wenn ich es jetzt hardware-technisch aneinander gekoppelt hätte oder mit einem WLAN miteinander verschweißt. Habe aber da im Hintergrund den Vorteil, dass ich trotzdem Container habe. Ja, das ist das große Problem. Netzwerkkarten liegen in den Hosts, nicht in den Applikationen.
Und solche Geschichten wirst du damit los. Natürlich, wenn ich jetzt einen speziellen Buildpack habe, wie zum Beispiel, ich weiß, schönstes Ding, was ich mal gesehen habe, war ein Kobold-Buildpack. Ja, den gibt es auch. Der ist Community-getrieben. Da weiß ich halt nicht, wie gut da die Qualität ist. Da habe ich dasselbe Problem wie bei Docker auch. Das ist halt einfach ein zu spezieller Fall. Aber wenn der Open Source ist, muss ich ihn halt verifizieren. Und ein Tipp von einem Security Officer von Cloud Foundry, von Pivotal, die einer der Cloud Foundry-Distributoren sind, war mal, töten Sie die Applikationscontainer regelmäßig. Der Hauptangriffspunkt eines Angreifers ist immer, dass er einen Server kapert und von dort aus mal das Netzwerk sich absucht. Was gibt es denn so? Meine Applikationscontainer, wenn ich die neu deploye, dann die auf einem anderen Node. Die haben eine andere IP-Adresse, sind anders zugänglich, das Routing ist ganz anders, die Zusammenstöpselung ist anders. Es ist viel schwieriger, das irgendwie zu discovern, die ganze Geschichte. Genau dasselbe machen die übrigens die Betreiber von den Plattformen. Das ist das, was ich jetzt in den Folien nochmal zeigen wollte. Zack. Und zack. Ich habe CI-Pipelines irgendwo in meinem Betrieb. Ja? Wenn meine Applikation, die deploye ich mit einer CI-Pipeline. Cloud Foundry benutzt Bosch als Orchestrierungstool grundsätzlich für die Installation. Das heißt, alles, wie die Cloud Foundry-Plattform aufgesetzt ist, ist geskriptet. Und auch hier kann ich eine CI-Pipeline für das Ausrollen meiner Applikation machen. Ich kann Rolling-Updates meiner Applikation machen. Meine kompletten Teil-Services in meiner Plattform sind alle Microservices, sind alle Cloud-Native. Das heißt, ich kann die regelmäßig töten. Das heißt, das sicherste Konzept ist, neu ausrollen. Mit der neuesten Bosch-Version ist die Bundelung der Services intern auch nicht mehr über IP-Adressen geregelt. Das heißt, die IP-Adressen rotieren regelmäßig jedes Mal, wenn ich die Pipeline durchlaufe, neu durch. Das heißt, mein Node zieht ständig mit der IP-Adresse irgendwie in seinem Netzwerk um, hat irgendwie wieder eine andere Netzwerkadresse aus seinem Subnet. Und dadurch habe ich dann plötzlich den Effekt, dass ein Angreifer, wenn er heute einen Server gekapert hat, morgen nicht eine komplett andere Plattform vorfindet. Mit komplett anderen, der Router hat plötzlich eine andere IP-Adresse. Der Netzwerkrouter, über den die ganzen Pakete zwischen den Applikationscontainern ausgelagert werden. Der Server, auf dem er war, der Container, den er gekapert hat, ist weg, weil er ist gelöscht worden in der Zwischenzeit. Ja, solche Sachen kann ich da alles machen. Ist ein ganz anderes Vorgehen halt einfach an das Thema Sicherheit, weil der beste selbst wenn ich eine Sicherheitslücke habe, kann ich sie immer noch damit irgendwie verkapseln, dass ich das dem Angreifer möglichst schwierig mache, was daraus zu gewinnen, weil er einfach viel zu wenig Zeit auf diesem Container verbringen kann. Deswegen ist Bosch so ein schönes Tool. Und eine der Sachen übrigens, neben der Open Service Broker API, die Kubernetes übernimmt, es gibt das Kubo-Projekt. Google hat entwickelt zusammen mit Pivotal das Kubo. Da ist die Idee, mit Bosch Kubernetes zu deployen, weil man einfach dieses Tool auch mit Set mithaben möchte. Und es ist der geplante, primäre Deployment-Weg, den Google für die Zukunft sieht. Das ist das, wo sie hinwollen. So. Dann noch eine Werbung von der Foundation. Wir haben eine Summit nicht nur in den USA, sondern auch in Europa jedes Jahr. Und dieses Jahr ist die vom 11. bis 12. Oktober in Basel. Herzlich willkommen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Ich bin definitiv da, auch Kollegen von mir. Wäre schön, wenn man da ein paar Gesichter wiedersehen würde. So. Dann. Dankeschön. Da könnte man mich erreichen. Ja, ich twitter auch ein bisschen. Wir haben auch Code auf GitHub liegen, Open Source Code, Sachen, die wir entwickeln, wie zum Beispiel unsere Service Broker für die Datenbank zur Verfügung stellen, die sind auch Open Source. Das ist uns wichtig, weil in der Community und in der Foundation halt das Prinzip herrscht Positive Sum Game, das heißt, ich entwickle was, der entwickelt was, er korrigiert meinen Code und dadurch ist er einfach besser. Trotzdem kann man uns auch buchen für Consulting Team, natürlich. Und bei den Kollegen von Meshcloud natürlich auch mal mit den Plattformen sich auseinandersetzen und dann vielleicht auch produktiv einsetzen.
dann danke für die Aufmerksamkeit und falls noch Fragen sind, stehe ich hier gerne zur Verfügung.